Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. Willkommen bei der deutschen Aktivität. Heute lernen wir ein wichtiges Laut in der deutschen Sprache. Das ist S, C, H. Lautet man Sch, Sch. Dieses Laute lautet man Sch, Sch. Zum Beispiel S, C, H. S, C, H. Zum Beispiel die Schultasche. Die Schultasche. Schultasche. Nächstes Wort. Der Schrank, Schrank, der Schrank. Was ist das? Richtig, die Schule, die Schule. SCH lautet man Sch, die Schule. Die Schuhe, der Schuh oder die Schuhe. Der Schuh, das ist ein Schuh. Und was ist das? Der Schnee, der Schnee. Was noch? Der Schneemann, Schneemann. Was ist das? Richtig? Die Schlange, die Schlange. SCH lautet man Sch, Sch. Und was noch? Richtig. Die Schildkröte, die Schildkröte. Was ist das? Der Schmetterling. Der Schmetterling. Der Schmetterling. Was ist das? Der Fisch. Fisch. Der Fisch. Und was ist das? Der Tisch. SCH kommt am Wort, am Ende des Wortes. Der Tisch. Und was ist das? Der Frosch. SCH am Ende des Wortes. Der Frosch. Und letztes Wort bei uns, der Kühlschrank, der Kühlschrank, der Kühlschrank. Und jetzt ist unsere Aktivität. Wir haben heute SCH gelernt. Lies diese Wörter vor und nimm sie auf. Lies diese Wörter vor und nimm sie auf. Erstes Wort. Anderes Wort.
Anderes Wort. Anderes Wort. Ich hoffe, dass ihr heute dieses laute Sch schon gut verstanden und wie ihr gut auslesen können. Tschüss und viel Spaß noch.